Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Warcraft 3 Reign of Chaos mit mir, dem Shark natürlich. Wir haben letztes Mal... Die Geister sind ruhelos. Ja, brabbel mich nicht voll. Wir haben ja das letzte Mal vor diesem Kreis aufgehört und da treten wir jetzt natürlich auch rein. Und was passiert jetzt? Hauptquest erledigt, den Propheten suchen. Wunderschön. Seid gegrüßt, Sohn von Durotan. Ich wusste, ihr würdet den Weg finden. Euch habe ich in der Vision gesehen. Wer seid ihr? Woher kennt ihr mich? Junger Kriegshäuptling, ich weiß vieles über euch und euer Volk. Aber wer ich bin, das ist im Augenblick nicht wichtig. Wichtig ist nur, dass ihr euer Volk um euch scharrt und dieser Küste unverzüglich den Rücken kehrt. Fortgehen? Was soll das alles, Mensch? Mensch? Mein Menschsein liegt weit hinter mir. Ich bin jetzt etwas anderes. Ihr müsst wissen, ich habe die Zukunft geschaut und einen großen, brennenden Schatten gesehen, der kommt, um diese Welt zu verzehren. Ihr spürt es auch, oder nicht? Die Dämonen kehren zurück. Ja, und nur wenn ihr euer Volk über das Meer führt, in das ferne Land Kalimdor, werdet ihr gegen sie bestehen können. Aber wie können wir? Zur rechten Zeit werde ich eure Fragen alle beantworten, junger Kriegshäuptling. Nun aber ruft eure Krieger zusammen und verlasst dieses Land. Wir sehen uns wieder. Das alles ist sehr rätselhaft. Doch die Geister raten mir, ihm zu vertrauen. Sieg! Ja, erste Tutorial-Mission haben wir geschafft. Und wir machen natürlich sofort weiter hier. Haben wir ja nochmal die Übersicht, was wir alles gemacht haben. Kapitel 2, Trennungen. 3 Tage später, nahe der Küste von Lordaeron. Weiter. 3 Tage sind vergangen und dieser Prophet hat sich nicht sehen lassen. Hoffentlich ist es kein Riesenfehler, ihm zu vertrauen. Kriegshäuptling, die Clans versammeln sich wie befohlen, aber es wird einige Zeit dauern, bis sie bei uns sind. Dann müssen wir dieses Lager unverzüglich vorbereiten. Meine Krieger sollen Essen und Unterkunft haben, wenn sie eintreffen. Ja, Kriegshäuptling. Krieger, gibt es Nachrichten von Grom Hellscream? Er und der Warsong-Clan sollten längst hier sein. Nein, Kriegshäuptling. Wir haben schon lange nichts mehr von Hellscream gehört. Verdammt, Grom. Zum Teufel, wo steckt ihr? So. Und ich glaube, wir werden hier am Anfang noch... Der blinkende Button oben am Bildschirm zeigt an, dass euer Questlog aktualisiert wurde. Klickt auf den Quest-Button, wenn ihr mehr über eure Aufgaben erfahren möchtet. So. Willst du uns noch was erzählen? Villa. Peons können Gold in Goldminen wie dieser hier abbauen. Wenn ihr mit dem Abbau von Gold... Wurde einem Peon befohlen, Gold abzubauen, dann wandert er automatisch zwischen der Goldmine und eurem nächstgelegenen Haupthaus hin und her. Hier sind einige weitere Peons. Wenn ihr den Goldabbau steigern möchtet, befehlt ihnen in derselben... Was ihr wolle. So. Die Menge Gold, die ihr zurzeit besitzt, wird im oberen rechten Bildschirmabschnitt angezeigt. Wenn Peons mit Gold in euer Haupthaus zurückkehren, wächst der Goldvorrat. Ja, können wir jetzt hier auch mal was machen? Kriege ich meinen Auftrag? Nachdem nun ein konstanter Zustrom von Gold gewährleistet ist, möchtet ihr wahrscheinlich weitere Peons erstellen, um ja, den Rest des Lagers quatsch zu erbauen. Mich nicht voll. Um einen Peon auszubilden, müsst ihr zuerst euer Haupthaus anwählen. Es erfordert Zeit, eine Einheit auszubilden. Wenn euer Haupthaus angewählt ist, könnt ihr in der unteren Mitte des Bildschirms eine Fortschrittsanzeige sehen. So. Wie viele Peons brauchen bereit wir denn? Bereit zur Arbeit. Um eine größere Bevölkerung zu ermöglichen, müssen zusätzliche Orkbaue errichtet werden. Ein Bau liefert Nahrung. Jetzt klickt auf der Kommandokarte auf den Gebäude errichten Button. Muss was getan werden? Ihr werdet feststellen, dass nun weitere Buttons auf der Kommandokarte zur Verfügung stehen. Wollt ihr einen Orkbau anlegen, so klickt auf den Button. So, jetzt basteln wir uns hier erstmal ein kleines Lager zusammen. Da bauen wir uns auch nochmal 2 Peons. Der eine, der geht hier schon Holz hacken. Das ist sehr schön.
Wohlplatzierte Kriegswerkstätten können die Tüchtigkeit eurer Holzarbeiter verbessern. Versucht einmal, einem Peon zu befehlen, eine Kriegswerkstatt nahe der Stelle zu bauen, wo eure Peons Holz hacken. Ja, ich weiß, dann laufen die nämlich alle dahin. Arbeit. Ja? Aber ich finde schade, dass man da nicht irgendwie ohne diesen Kommentator spielen kann. Arbeit, weil Arbeit. Der labert einem ja hier echt zu ohne Ende. Um den Holzabbau zu beschleunigen, müsst ihr weitere Peons ausbilden und ihnen befehlen, in den Wäldern zu arbeiten. Aber der kann dann auch mal hier weitermachen. Weil hier haben wir dann unsere Kriegswerkstatt. Da können wir uns dann auch hier richtig schöne Sachen erforschen. Und unser Orkbau ist gleich fertig. Wunderbar. Der kann gleich Arbeit abgeschlossen, ja? Sind ja schon alle mit Stacheln ausgestattet. Ich glaube, das muss man normalerweise irgendwie erforschen. Was haben wir denn? Hauptquest. Ein Bau errichten haben wir. Kriegswerkstatt errichten ist dabei. Kaserne errichten und 5 Grunzer. Tja, hört sich doch easy going an. Machen wir das mal. Ja, kann der hier, der kann dann gleich die Kaserne bauen. Sobald der hier natürlich fertig ist. Und dann gucken wir mal, was denn hier noch so am Start ist. Arbeit abgeschlossen. Arbeit abgeschlossen. Du baust muss was getan werden. Da, die Kaserne. Kriegswerkstätten enthalten zahlreiche Ausbaustufen, die erforscht werden können, um eure Truppen zu verbessern. Wählt eure Kriegswerkstatt an. Wir brauchen mehr Gold. Alle verfügbaren Ausbaustufen erscheinen als Buttons auf der Kommandokarte der Kriegswerkstatt. Um eine Ausbaustufe zu erforschen, links klickt ihr einfach auf diejenige, die ihr erwerben möchtet. Dann schicken wir nochmal. Ja, wir schicken 2 gleich zum Holzhacken. Wir brauchen mehr Gold. Der hat gar nichts zu tun. Dann geht der jetzt auch noch Holzhacken. Arbeit. Ich will auf jeden Fall die beiden Erforschungen haben, bereit bevor zur wir hier Arbeit. Weiter vorangehen. Weil mehr Schaden und mehr Abwehr ist nie verkehrt. Habe ich zumindest mal gehört. So, das erste erforschen wir. Und ich glaube, wir haben es so langsam hinter uns, dass der also uns die ganze weiter. Zeit dazwischen brabbelt. Das finde ich sehr schön. Das finde ich sehr schön. So, Kriegswerkstatt erforscht. Mit den Peons sieht es gut aus. Wir haben jetzt hier noch nicht allzu viel Action. Alles noch easy going hier. So, die folgen mal. Arbeit abgeschlossen. Alter Vater. Wir brauchen mehr Gold. Die kosten ja Kohle. Werden. Produziert nun weiter Grunzer, bis ihr eure Questanforderung erfüllt Kohle. Habt. Da können wir auch eigentlich gleich nochmal einen Peon hier reinsetzen. Ich weiß, es gibt irgendeine Maximalanzahl. Ich weiß nicht, ob es 5 waren oder 6. Und meine Katzen machen hier schon wieder voll die Action im Hintergrund. Hammergeil. Ich weiß nicht, also 5 oder 6 kann man da reinstellen. Einer steht dann irgendwann immer davor und kommt nicht mehr rein. Bereit zur ja, genau. Arbeit. Noch mehr für die Forschung abgeschlossen. So. Haben wir den ersten, haben wir den zweiten. Nächste. Oh, 150 brauchen wir. Na gut, dann sparen wir einfach mal ein bisschen. Die Goldproduktion, die ist ja hier stetig. Das sieht alles richtig schön aus. Und das können wir jetzt auch schon erforschen. Hammergeil. Das geht doch hier mal schön von der Hand. So. Haben wir das. Und dann sparen wir jetzt mal hier für unsere 5 Grunzer. Quasi Standard-Nahkampfeinheit von den Orks. Ja, den nächsten. Mein den dritten. Ja, den dritten müsste das sein. Den haben wir jetzt auch schon zusammen. Was brauchen wir denn? Wir brauchen 3 Essen. Ja, wir haben jetzt hier mit den 3 Ork-Bauen locker genug. Und ja, Holz brauchen wir eigentlich gar nicht mehr, glaube ich. Ne, ich glaube, Holz brauchen wir eigentlich jetzt hier erstmal nicht mehr wirklich. Na egal. Kann ja nicht schaden, wenn wir hier ein bisschen was ansammeln. Können wir eigentlich noch irgendwas Interessantes bauen? Was ihr wolle. Ja gut, die Wachtürme, aber das ist, glaube ich, jetzt rausgeworfenes Geld. Das ist, glaube ich, jetzt rausgeworfenes Geld. So, 3 von 5 haben wir. Die sind noch fleißig hier am Holzacken. Sehr schön, die Stahlrüstung haben wir auch. Abgeschlossen. Schaden 19 bis 25 Rüstung 3 ist doch erstmal hier für den Anfang ganz in Ordnung. Ach ja. So. Der letzte. Hammer.
Ja, haben wir die erste Hauptquest schon mal erledigt. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Und ich würde sagen, ich mache das hier für dieses Let's Play so. Eine Folge ist quasi eine Mission. Weil sonst wird sich das Let's Play wahrscheinlich über hunderte Folgen hinziehen. Von daher werden die Folgen einfach für euch ein bisschen länger. Dann habe ich zwar mehr Arbeit hier mit dem Rendern und mit dem Hochladen, aber das soll euch ja nicht stören. Das ist dann mein Problem. Aber ich weiß nicht, also ich glaube, das ist unsinnig, hier 20 Minuten Folgen oder so zu machen. So. Mein Leben für die Stützpunkt errichten. Wunderschön. Oh, was machen die denn da? Ihr Orks verstoßt gegen das Allianz-Internierungsgesetz. Wir haben bereits einen eurer Anführer gefangen genommen. Was? Wenn ihr jetzt kapituliert, ja, lassen nicht. Wir euch am Leben. Kriegshäuptling, Sie sagen, Sie haben einen unserer Anführer gefangen. Vielleicht meinen Sie Grom? Ich hoffe nicht. Aber wenn Sie Hellscream gefangen haben, sorge ich dafür, dass es Ihnen leid tut. Loktaroga, kommt, meine Krieger! Ja! Wir müssen die Menschen zurückschlagen! Und wir gehen natürlich jetzt erstmal hier unten hin. Für die und vermöbeln hier diese Allianz-Streitkräfte erstmal kräftig. Ich weiß gar nicht, wir gehen danach auch nochmal zurück, weil hier sieht das aus, als wenn wir da noch hoch können. Und ich möchte eigentlich so ziemlich jeden NPC, den wir hier auf der Karte haben, mitnehmen. Ganz einfach aus dem Grund, dass wir da dann noch irgendwelche guten Sachen kriegen können. Irgendwelche Items, wie zum Beispiel hier den Ring oder irgendwelche Bücher, die uns mehr Energie geben. So, kurzer Prozess und... Für Doomhammer! Die elenden Menschen wurden vernichtet! Bewegt Schrall und eure restliche Streitmacht über die Ganz Brücke einfach. Und sucht Nö. Ja, zwei von unseren Peons haben nichts zu tun, das soll uns jetzt aber nicht gerade stören. Ach komm, weg. Eines eurer Gebäude wurde im Verlauf des Kampfes beschädigt. Um den Schaden eure zu reparieren, wählt gekommen. Einen Peon an, klickt auf den Reparieren-Button so, und links klickt dann auf mal, das gewünschte da Gebäude. Hast du auch wieder was zu tun. Aber gern. Okay, hier war jetzt nicht so viel Action. Die Geister gehen wir mal hier weiter. Sind ruhelos. Oh, da haben wir mal einen dicken. Stufe 3. Der ist höher als unser Held. Für Doomhammer. Ja, Kettenblitz drauf. Was haben wir da? Rolle der Heilung. Ja, das ist, glaube ich, nicht verkehrt, wenn wir uns erstmal hier so ein bisschen ausstatten. Das kann uns später im Laufe des Let's Plays alles nur zugutekommen. Haben wir hier noch irgendwas, wo wir links oder rechts abbiegen können? Ne, ich glaube, hier dürfte nichts sein. Hier ist, glaube ich, auch nichts mehr. Ach komm, dann gehen wir jetzt weiter. Für die Ehre. Oder haben wir hier... Hier sieht es aus, als wenn... Ah ne, da ist schon die Map zu Ende. Aber geil. Ja. Okay, der repariert hier schon mal schön Ehre. Unseren Wachturm, indem er einfach draufkloppt. Sehr schön. Dabu. Ach ja. Okay, wir machen jetzt erstmal alles kaputt. Alles kaputt machen von den Menschen hier. Boah, was machen denn meine Katzen hier? Roms! Sehr schön. Ich glaube, die Gebäude geben keine XP. Das ist eigentlich sinnlos. Egal. Wir wollen alles kaputt machen. Alles vernichten hier. Wenn wir schon gegen irgendein Allianz-Internierungsgesetz verstoßen, dann können wir uns auch mal kreuzweise. Wir wollen doch einfach nur von hier flüchten. Wollen wir denn doch eigentlich gar nichts? Für die Ehre. So, was haben wir denn hier? Da haben wir nichts. Ja, ich hoffe, ihr stört euch jetzt nicht so an den Hintergrundsounds von meinen Katzen. Weil die haben gerade wilden 5 Minuten und rennen hier durch das ganze Wohnzimmer. Was haben wir denn hier? Vielleicht noch irgendeine Schatztruhe oder sowas? Für die Ehre. Nö, sieht nicht so aus. Och, Mädels, ihr zwei. Hammer. Also wie viel Energie diese kleinen Tierchen haben, das ist echt Wahnsinn. Rennen den ganzen Tag durch die Wohnung. Haben eigentlich nichts Besseres zu tun. Ach ja, die haben ein Leben. Das ist echt der Wahnsinn. Zeit ist gekommen. Katze müsste man sein. Fressen, schlafen, gekraut werden, Mist bauen. So, und das Tor reißen wir jetzt erstmal ein. Und fallen dann mal in diese kleine Siedlung hier ein. Tja, gucken wir mal. Was gibt's denn hier? Einwohner ist Fehlanzeige. Haben wir keine? Nö. Für die Ehre. Einwohner haben wir keine.
So, wir gehen aber mal hier unten hin. Ich glaube, wir müssen nach oben erstmal. Deswegen gehen wir natürlich jetzt erstmal nach unten. Oder? Müssen wir nach oben? Dabu. Oh, verdammt. Wir müssen eigentlich hier lang. Das heißt, wir gehen hier lang. So. Oh, wir haben einen Schamanen bekommen. Was kann der denn? Wie kann ich helfen? Reinigen. Entfernt alle Zauberverstärker von der gesamten Einheit. Verlangsamt. Okay. Wir werden angegriffen. Oh, verdammt. Logregarnogal. So. Nein, erstmal auf den, der hier meinen Schamanen. Die Geister sind ruhelos. Das finde ich uncool. Der Schamane, der hält nämlich nicht ganz so viel aus. Zack. Okay, also der kann. Ein Leben für die Horde. 400 Punkte Schaden. Okay. Wenn ihr mehrere Zauberer gleichzeitig steuert, ist es häufig erforderlich, rasch also zwischen ihnen zu wechseln, damit sie ihre Gruppen individuellen Zauber wirken können. Mit Hilfe der Untergruppensteuerung könnt ihr das, ohne sie einzeln anwählen zu müssen. Ihr werdet feststellen, dass die gerade angewählten Einheiten durch kleine Porträts in der unteren Bildschirmmitte dargestellt werden. Eines dieser Einheitenporträts ist durch ein gelbes Leuchten hervorgehoben. Das bedeutet, dass dies die zurzeit aktivierte Untergruppe ist. Ihr könnt zwischen den Untergruppen wechseln, indem ihr die Tab-Taste drückt oder auf eines der Porträts, die nicht hervorgehoben sind, links klickt. Das aktiviert diese Untergruppe und zeigt ihre Zauber auf der Karte an. Niemand wird überleben. Ach ja, die Menschen. Ich weiß nicht. Ich habe eigentlich echt hier zwei Lieblingsvölker und das sind die Untoten und die Nachtelfen. Untote einfach, weil die so hammermäßig unfaire Sachen können. Von wegen hier Tote wiederbeleben und dann ist die Armee gleich mal doppelt so groß als vorher. Finde ich hammergeil. Ja, die Nachtelfen einfach, da kann man aus der Ferne so ziemlich alles wegsnacken ohne Ende. So. Wir haben auch nochmal einen Schamanen bekommen. Die Geister sind ruhelos. Wir haben leider jetzt noch nichts, wo wir unsere Einheiten heilen können. Und ich gucke hier die ganze Zeit rum, ob wir nicht hier vielleicht nochmal so die eine oder andere versteckte Truhe mitnehmen können, aber das ist hier gerade echt Fehlanzeige. Oh, Ritter. Die halten schon etwas mehr aus. Lognarasch! Kriegshäuptling, wir haben herausgefunden, wo sie Grom festhalten. Aber das Gebiet wird von dem mächtigen Wachturm geschützt. Dann zerstört sie! Ja, wir mit unserer mächtigen Ort-Armee hier. Zeit ist gekommen. Die haben keine Chance. Na, 1, 2, 3 Wachtürme. Gehen wir erstmal auf den untersten. Oh, und alle drauf da. Bevor der unsere Einheiten hier weghaut. Für Doomhammer. Ah. Ja, die regenerieren sich zumindest ein bisschen. Weil die stehen so weit auseinander, die können uns zumindest jetzt nicht gegenseitig irgendwie abschießen. Das ist schon mal schön. Das ist schon mal schön. Niemand wird wir haben überleben. Bis jetzt auch keine Einheit verloren. Das sieht sehr gut aus für uns. Das sieht richtig gut aus. Aber wir sind ja auch erstmal am Anfang. Und ja, wenn ich mich richtig erinnere, kann das Spielchen hier noch richtig knackig werden. Ist gekommen. So im Laufe der Story. Na, willst du wohl drauf gehen? Und tschüss. So, war nice. Haben wir es geschafft. Kreis der Macht, alle rein da. Für die Ehre. Geht es euch gut? Bestens, kleiner Bruder. Zum Glück haben sie nur meinen Stolz verletzt. Gut. Wir müssen nämlich weg von hier. Wir verlassen das Menschenland für immer. Endlich. Folgt mir. Ich habe da eine Idee. Wir können mit den Schiffen der Menschen in See stechen. Perfekt. Aber wir müssen auf den Rest der Horde warten. Die Horde ist versammelt, Kriegshäuptling. Wir warten nur noch auf euren Befehl. Geht jetzt, junger Thrall. Segelt nach Westen ins Land Kalimdor. Dort werdet ihr euer Schicksal finden. Und dort wird die Rettung eures Volkes gewiss sein. Ja, hoffen wir es doch mal.
damit haben wir wieder eine Mission geschafft. Und ich verabschiede mich von euch. Das war Let's Play Warcraft 3 Reign of Chaos mit mir, dem Shark. Also, die nächste Folge kommt morgen. Ihr wisst Bescheid. Ich habe noch keine Ahnung, wie viel Uhr ich dann diese Folgen immer hochlade. Also, ja, schaut einfach, wann die erste online kommt. Und dann die nächsten Tage geht es immer um die gleiche Uhrzeit los. Also, tschüss!